euch. Guten Tag. Ja, oder was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind zurück bei FIFA 17 in der Karriere mit der SG Dynamo Dresden. Und wir, ja, haben beim letzten Mal einen Dämpfer hinnehmen müssen, der wehtut. Auch wenn wir es gar nicht so schlecht gemacht haben. Die 2-1-Niederlage gegen den VfB Stuttgart, die sticht. Die sticht. Das war eine bittere Niederlage. Was ich aber festhalten kann, Nathan Mercier hat einen richtig guten Eindruck bei mir hinterlassen, als er dann eingewechselt wurde. Hat viel versucht, hat ja sich dabei auch nicht irgendwie arg verzettelt, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Hat er eigentlich wirklich gut gemacht. So, Schwäbe geht auf eine 74 und Mercier auf eine 56. Nice. Den Mercier werden wir im Auge behalten. Den werden wir im Auge behalten. So, Lamberts, danke, Chef. Wir haben nicht gewonnen, aber ich bin froh, dass ich spielen durfte. Das ist schön, bringt uns jetzt aber nicht allzu viel. So, wir sind im Dezember 2016. Es dürfte, glaube ich, nur noch ein Spiel sein. So, wir gucken mal. Ja. Oder zwei Spiele höchstens. Können wir hier sogar nochmal Training machen. Das finde ich ja ganz nett. Stefania, geh, wenn du möchtest, gern auf eine 72. Also, habe ich jetzt nichts dagegen. Christian Pulisic wird auch trainiert. Passiert bei Hauptmann eigentlich noch was? Ja, bei dem passiert auch noch eine ganze Menge. Warum trainiere ich den eigentlich nicht? Nur weil das grüne Symbol nicht da ist. So, und Schwäbe. Frisch hochgegangen. Kann man nochmal was nachbessern, würde ich sagen. So, schauen wir mal. Ja, Hauptmann auch sofort nach oben. Stefaniak, ja. So kurz vor so einem Spiel, naja. Hätte ich eigentlich mehr erwartet. Sie können 6 Spieler verlieren. Achso, da müssen wir Verträge verlängern. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Wobei, wir sollen doch... wir haben eine Finanzvorgabe, ne? Halt, halt, halt. Bevor wir das jetzt machen. Bevor wir das jetzt machen. Vorstandserwartungen. So. Verpflichten Sie mindestens 3 Spieler unter 20 Jahren mit einem Potenzial, das den Durchschnittsgesamtwert der aktuellen Spieler auf entsprechenden Positionen überschreitet. Haben wir 2 von 3. Einen müssten wir noch. Einen müssten wir noch. Das haben wir auf jeden Fall schon bewirkt. Und dann Finanzen beendet die Saison mit einem Gewinn von 20 Millionen. Ganz ehrlich, wie soll ich das machen? Finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwer. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Hm. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir trotzdem mal zu den Verträgen. Und verlängern die, die bald auslaufen. Landgraf, ja. 2 Jahre. Rotationsspieler. Wir müssen da jetzt gerade mal ehrlich sein und gucken, wie die Verhandlungen laufen. Patrick Wiegers. Weiß ich nicht, ob ich das verlängern soll, um ehrlich zu sein. Das lassen wir mal offen. Verinen. Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Lassen wir auch offen. Fluss, den können wir verlängern. Der hat, glaube ich, eine gute Zukunft. Kreuzer müssen wir verlängern. 8000 magst du. Modica muss bleiben, ist Stammspieler. So. Auch Hauptmann muss bleiben.
wichtiger Stammspieler. Lamberts, würde ich vielleicht für ein Jahr wirklich nur verlängern, ja. Wirklich nur das und dann, ja. Sagen wir mal, wichtiger Stammspieler. Und Teixeira, der muss auch bleiben. So, dann würde ich sagen, hoffen wir einfach, dass das dann so passt. Und damit gehen wir also ins nächste Spiel gegen Greuther Fürth. Da freue ich mich ja auch schon drauf. Hilsener möchte mich was fragen. Hallo Chef, ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen und geben mir ein bisschen Spielzeit. Ja gut, das mit der Spielzeit ist immer, immer ein bisschen eng. So. Also die Kleeblätter heute bei uns zu Gast. Ha. Naja. Kutschke ist da mir eigentlich die liebere Alternative auf der Bank. Allein weil er 1,94 groß ist. Gut, ich würde sagen, wir gehen zwar mit der Mannschaft an heute im DDV-Stadion. Also rein in die Partie. Dynamo Dresden gegen Greuther Fürth. Ach ja, so eine Herbstgrippe ist was ganz Tolles. So, wir gehen aber gleich ins Spiel rein. Unter Flutlicht, DDV-Stadion, SG Dynamo Dresden gegen die Kleeblätter. Die Spielvereinigung Greuther Fürth. Alles in allem kann man bis hierhin sagen, es ist ja jetzt quasi die Hinrunde so gut wie rum, dass Dresden hier eine bärenstarke Saisonhälfte gespielt hat. Das mit dem Spiel gegen Stuttgart beim letzten Mal ist mir trotzdem noch ein Dorn im Auge, so ehrlich möchte ich sein. Nichtsdestotrotz ist das heute hier... Ja, auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir dürfen uns nicht zu sehr von dem gegen Stuttgart außer Bahn werfen lassen, auch wenn wir jetzt Dritte sind. Nürnberg und Stuttgart sind nicht weit weg, so sage ich es jetzt einfach mal. Von daher, wenn wir das gewinnen hier, kann es genauso gut sein, dass wir dann wieder Erste sind. Wenn Stuttgart verliert, wenn Nürnberg verliert. Diese Elfmänner hier sollen es richten. Und dann gucken wir auch jetzt gleich noch auf die Aufstellung der Gäste. Greuther Fürth also aktuell auf dem 8. Platz der Tabelle in der 2. Bundesliga. Ein 4-2-2-1-1. Also kein klassisches 4-4-2, sondern einfach noch einen mehr mit auf die 6er Position. Da eben dann auf Kosten, ja, eines weiteren Stürmers. Gibt eben nur einen Stoßstürmer. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in die Partie. Also, Dynamo Dresden gegen Greuther führt. Und... Zu diesem Zeitpunkt im Stuttgart-Spiel stand es übrigens schon 1-0. Das ist ja schon mal viel wert. Freistoß für die Gäste. Ne, mehr wird da nicht raus. Der Freistoß... Den aus der Distanz direkt zu probieren, ist mutig. Aber da konnte man jetzt nicht erwarten, dass das Ding da wirklich gefährlich wird, um ehrlich zu sein. Hauptmann. Stefaniak. Schade. Wir hätten Alenia da durchaus schicken können.
Nare. Greuther Fürth versucht das hier relativ ruhig. Auch Dresden agiert jetzt hier nicht allzu stürmisch. Das ist so ziemlich das komplette Gegenteil zur Anfangsphase im Spiel gegen Stuttgart. Da ging es nämlich richtig hoch her. Aber hier beide Mannschaften wollen erstmal so ein bisschen in eine Art Abtastphase hinein. Die Feinjagd geht zu Boden, aber faires Tackling. So, der Schiedsrichter. Ballas. Testnot mit Übersicht auf Berko. Berko verliert das Leder allerdings. Ja, der Keeper ist da gezwungen, den schon ziemlich doll wegzuschlagen. Testrot! Pfosten, Berko. Abseits. Was macht Berko da noch beim Keeper? Und ja, es war abseits. Dass der Ball von Testrot an den Pfosten geht, ist das eine. Was Berko da jetzt genau versucht, ob er sich versucht als Keeper zu tarnen, ich weiß es nicht. Fakt ist, es hat nicht geklappt. Er hat einfach so getan, als wäre er gar nicht da. Bis er dann auf einmal versucht hat, das Tor zu erzielen. Stefaniak. Ja, schade. Dresden muss hier ja, erstmal ein bisschen auftauen, so wirkt es fast. Als würde man hier jetzt sich erstmal ein bisschen warm spielen. Es wirkt von beiden Mannschaften eher so wie eine lockere Trainingseinheit. Also die letzte Intensität, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, sieht man hier noch nicht auf dem Platz. Beide machen das relativ locker. Das ist schon erstaunlich. Einwurf Dresden. Alenia. Es gibt Abstoß, auch wenn Alenia da nochmal nachsetzt. Kein Foul. Bleibt dabei. Beide Mannschaften gehen das hier in einer unfassbaren Ruhe an. Ohne da irgendwie zu viel zu riskieren. Nare. Geht vorbei an seinem Gegenspieler. Ja, das war jetzt sogar mal sowas wie ein Zweikampf von Dynamo Dresden. Lauf doch, Jung. Klaas Hauptmann. Warum macht die KI da nicht den Weg, ist die Frage. So, wir müssen jetzt hier mal wirklich ein bisschen die Intensität hochfahren. Das kann ja nicht wahr sein hier. Das ist ja so ein Flausche-Kick. Das ist ja Softball. Das ist ja unfassbar. So, da wird jetzt auch mal ein bisschen hier zur Sache gegangen. Dresden möchte jetzt das Ganze hier ein bisschen hochfahren, Berko. So, jetzt sind wir also in der Phase, wo hier dem Gegner nicht mehr alle Freiräume gewährt werden. Jetzt ist hier Schluss mit der Komfortzone. Alenia. Alenia bleibt am Ball. Alenia. Das war kein Rückpass? Eigentlich war es ein Rückpass. So doof, dass es sowas in FIFA nicht gibt. So, Ballverlust. Und jetzt müssen die Dresdner da sofort eigentlich draufrücken. Berko geht da auch mit hin. Ja, und jetzt kämpfen wir tatsächlich mal ein bisschen um die Bälle. Und geben die hier nicht einfach so her. Wobei es immer noch wirklich weit weg davon ist, hier ein intensives und umkämpftes Spiel zu sein.
beide Mannschaften, ja, streicheln sich hier gegenseitig ein bisschen am Kopf rum. Mehr ist das hier aber nicht. Von beiden nicht. So, Stefaniak, jetzt mal mit Tempo. Stefaniak. Ne, da hätte er deutlich mehr draus machen können. Ja, holt sich den Ball jetzt wenigstens zurück. Testrot. So, dann eher nicht. Kurz den Controller anstecken. So. Das war kein Foul. Schiedsrichter hat den Vorteil abgepfiffen. Also das, was wir jetzt gerade gesehen haben, war nicht das Foul, sondern etwas davor ist da was passiert. Und vielleicht jetzt nochmal. Pulisic. Kann er mehr draus machen? Ballmitnahme war da nicht gut. Berisha, auch von ihm heute noch gar nichts zu sehen. Und dafür kriegt er einen Freistoß. Weil, ja, also weiß ich nicht, ob man das als Schiedsrichter pfeifen muss. Hier gibt es in diesem Spiel generell so wenig Zweikämpfe. Wenn es dann mal einen gibt, kann man den doch eigentlich laufen lassen. So, Halbzeit. Merkwürdiges Spiel, oder? Also, irgendwie sind da beide nicht so wirklich gewillt, hier wirklich was reinzuschmeißen. Hoffen wir mal, dass sich das im zweiten Durchgang ändert. Sobald hier einer Blut leckt, dann könnte das ganz interessant werden, aber bisweilen ist das eher, ja, so ein normaler Trainingsauftritt, könnte man meinen. Also, man will dann nicht zu viel riskieren und, ja. Es ist auch, ja, relativ ruhig hier in Dresden. Also auch von den Fans wird das jetzt hier nicht zu einem Hexenkessel gemacht. Das hängt aber auch viel damit zusammen, dass die Mannschaften da nicht viel Anlass zu geben, um ehrlich zu sein. Jetzt vielleicht mal Greuther führt. Zumindest mal ein Abschluss. Berisha, das erste Mal jetzt in dieser Partie so richtig in Erscheinung getreten. Jetzt ein Fehler der Dresdner. Ja, jetzt passiert ja sogar was hier. Ist ja unfassbar. Schwäbe zweimal gefordert. Kräuter führt, macht hier ein bisschen Druck und macht das Tor. Also, das ist die erste kleine Druckphase gewesen der Gäste. Und sofort fällt dann auch das Tor. Das darf nicht sein, dass sie sich hier im 16er den Ball so hin und her kombinieren. Da muss ein Dresdner dazwischen gehen. Und Berisha gerade das erste Mal aufgefallen. Und das war für ihn anscheinend so, ja, als hätte jemand auf den Knopf gedrückt. Und Rambazamba Schubidu. Auf einmal steht's 1:0. Und keiner weiß hier so wirklich warum. Der ein oder andere ist jetzt vielleicht dann mal aus dem Tiefschlaf entschlafen. Aus dem Tiefschlaf entschlafen. Aus dem Tiefschlaf aufgewacht. So, Fürth versucht jetzt nämlich. Die gehen jetzt nicht auf Zeitspiel in der 58. Minute, oder? Also, es würde in einer gewissen Art und Weise zu dem passen, was wir jetzt hier eine Stunde lang gesehen haben. Wenn Fürth jetzt nach diesem Führungstreffer sich an die Eckfahne stellen würde. Nee, das ist kein guter Konter. Das ist einfach kein guter Konter. Eigentlich. Alenia. Oh. Muss er machen. Frei durch. Das war eigentlich die Riesenchance. Henrichs. Sehr zerfahren das Ganze. Nächster Eckball. Ne, abseits war's. Irgendwie.
Na, ich weiß nicht. Sehr, sehr merkwürdig, das Ganze hier. Wechseln jetzt einfach doppelt, weil irgendwie es braucht einen Impuls. Und das ist bisher eben eine relativ saft- und kraftlose Leistung. Ohne wirklich Intensität, ohne Feuer. Der Freistoß ist konsequent. Stefaniak wird sich den Ball da jetzt hinlegen. Das ist eine schöne Freistoßposition. Stefaniak! Aber da gibt es jetzt auch nur eher so ein Klatschen aus Anstand von den Dresdnern. Ja, weil irgendwie können sie mit der Leistung ihrer Mannschaft hier nicht zufrieden sein. Das ist einfach zu wenig. Ne, so wird's aber auch nicht so. 20 Minuten haben wir jetzt noch auf der Uhr. Bei Dresden fehlt das Feuer. Das ist untypisch, dieses Spiel heute. Für das, was die Dresdner in dieser Saison so gezeigt haben. Aber das war mal schön gespielt, Alenia. Jetzt kann er machen. Jetzt kann er machen. Geht zu Boden. Es gibt keinen Elfmeter. Es gibt keinen Elfmeter. Und da wäre ich mir jetzt aber eigentlich gar nicht so sicher, ob das nicht doch einer war. Eieiei. Stefaniak. Boah, kein Abseits. Doch Abseits. Ja, weitermachen. Weitermachen. Genau so ist es. Genau so ist es. Jetzt mal die Intensität versuchen hochzuhalten. Lamberts. Berko, Testrot. Nee, so nicht. Weiter drauf gehen nach Ballverlust. Das ist irgendwie... keine Spritzigkeit, kein Feuer. Geht Dresden etwa hier auf den letzten Metern... die Luft aus, Stefaniak, und den macht er normalerweise im Schlaf. Will er ins kurze Eck, aber dann saust er ein paar Zentimeter am Pfosten vorbei. Das ist heute nicht die Dresdner Mannschaft, die wir sonst gesehen haben auf dem Platz. Rein von der Mentalität. Mercier. Einwurf für Dresden. Henrichs holt sich den Ball wieder. Henrichs und irgendwie wird dann doch nichts draus. Das ist natürlich bitter. Du verlierst das Spiel gegen Stuttgart und dann heute eine schwache Leistung. Berko mit dem Versuch, den Ball irgendwie in die Mitte zu passen. Nochmal Einwurf für Dresden. Man wird nochmal alles riskieren müssen. Henrichs. Ne, und jetzt fehlt er hinten. Jetzt müsste bitte ein Dresdner da ganz schnell hin. Gut verteidigt. Ja, viel Zeit bleibt aber nicht mehr. Im Gegenteil. So, jetzt müsste es schnell gehen. Lamberts. Stefaniak. Hat da jemand schnell gesagt? Stefaniak. Lamberts. Lamberts. Ecke. Riesenchance. Jetzt unser Keeper sogar mit vorne. Und am Ball. Ja, ist wahrscheinlich jetzt gleich ein Vierter. Berisha. Berisha ist frei durch und macht das Tor. 2-0 Greuther Fürth und damit war es das. Dynamo Dresden, das war ein absolut untypischer Auftritt heute. Da war null Selbstvertrauen, keine Kreativität, kein Feuer, keine Motivation, kein Kampf, kein Biss. Nichts von dem, was ich gerade gesagt habe. Und Berisha, ja. Das darf man als Zweitliga-Profi auch mal machen. Ein leeres Tor treffen aus 16 Metern. Und das ist für Dresden ganz bitter. Nach diesem ja, Spiel gegen Stuttgart
Jetzt also ein hartes, ja, hartes Ergebnis, kann man eigentlich sagen, gegen Greuther Fürth. Man war Erster in der Tabelle. Und jetzt verlierst du gegen den Achten mit 2:0. Ja, und so muss man fast schon davon sprechen, dass Dresden jetzt mit dem Spiel gegen Stuttgart, mit diesem Spiel gegen Fürth 6 Punkte hat liegen lassen. Und das kann man damit verbinden, dass man einfach jetzt richtig auf die Schnauze gefallen ist. Und wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen. Düsseldorf macht da auch Druck und dann sind wir auf einmal wieder von diesen Aufstiegsplätzen weg und sind Vierter. Und das will keiner. So, Modica wird wieder fit, das ist erstmal ganz gut. Und hier ist jetzt quasi ja Transferphase. Da werden wir nicht viel machen. Das nächste Spiel ist dann gegen Kaiserslautern. In dieser Winterpause werden wir außer trainieren nicht viel machen. Denke ich mal. Also wüsste jetzt nicht was. Landgraf, Vertrag abgelehnt. Vertragsdauer passt mir nicht. Okay, möchte auch nicht weiter reden. Hauptmann bleibt. Lamberts bleibt, Kreuzer bleibt, Modica bleibt, Teixeira bleibt. Das sind erstmal ganz wichtige Meldungen. Ich hoffe, ja, ich weiß nicht, warum wir da oben die ganze Zeit bei einer 81 sind. Eigentlich müssten unsere Fans doch zufrieden sein, dass wir jetzt hier die Verträge mit ein paar Leuten verlängern und so. So, Dresden-Vorstand. Unsere Ziele sind gefällt. Wie bereits zu Beginn der Saison besprochen, ist das finanzielle Wachstum des Vereins ein wichtiges Ziel. Derzeit scheint dieses Ziel gefährdet. Ja, wie... Kann mir mal bitte jemand erklären, wo ich 20 Millionen hernehmen soll? What the fuck? Ja. Unfassbar. Naja. Ich weiß nicht. Entschuldige. Da kam es aus mir raus. Wo soll ich 20 Millionen hernehmen? What the... Sorry, aber... Holy shit, das ist wie... Keine Ahnung. Ich starte die Saison mit Dresden in der zweiten Liga. Ja, du wirst jetzt DFB-Pokalsieger. Hä? Das wäre so eigentlich ein und dasselbe. Es ist nicht machbar. Das ist nicht machbar. Wo soll ich 20 Millionen hernehmen? Wenn ich die ganze Mannschaft verkaufe, habe ich nicht mal 20 Millionen. Raff ich nicht. Also das peile ich nicht. Das will mir nicht wirklich in den Kopf rein. Also, wenn von euch irgendjemand eine Ahnung hat, wo ich 20 Millionen hernehmen soll, ich erwähne es am Anfang der nächsten Folge nochmal, sagt es mir bitte. Ich habe keinen Dunst. Überhaupt nicht. Nee, nicht Mittel. Schon gern auf Gold. So. Machen wir das jetzt noch. Und dann würde ich sagen, soll es das für diese Folge heute auch erst einmal gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, würde sagen wir. Hören uns beim nächsten Mal, wenn es heißt FIFA 17 mit Dynamo Dresden. In dem Sinne, ich bin raus. Danke fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüss.